Hallo, moin, willkommen zurück hier from Zero to Hero auf der Mountain Hill. Und wir sitzen hier in unserem Mehltransporteur. Der ist gleich hier bei der Bäckerei und dann wird die Bäckerei loslegen mit der Arbeit. Wasser ist schon da, die Paletten sind angekommen. Das heißt, jetzt wird Brot gebacken. Wenn er das schafft, abzuladen. Wohlgemerkt. Aber da habe ich eigentlich gar keine großen Bedenken. So. Guck mal hier. Zack, zack, zack. Passt sogar. Abladen. Perfekt. So, dann fährst du nach Hause. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich kalken, wenn ich den Kalker finde. Kalker. Hier ist er. Damit wir hier auch weiterkommen. Ich sehe gerade, die Zeit läuft wieder auf fünffach. Das wollten wir ja gar nicht. Wir wollen ja nur dreifach. Sonst haben wir ein Problem irgendwann mit der Zeit. So. Irgendjemand wird blockiert. Da können wir auch gleich mal gucken. Es ist... T255, das müsste die Ballenpresse sein. Ja, machen wir es, sobald wir hier durch sind. Das heißt, dann haben wir gesagt, muss hier der Gruber hin, sobald der auf seiner Mission fertig ist, auf der nächsten. Dann grubbern wir und sehen hier Hirse an. Weil wir, na klar, für die Bäckerei wäre es auch interessant, Mohn zu machen, damit wir da ein bisschen boostern. Machen wir ein Feld mit Mohn? Wir können auch hier mal Mohn drauf machen. Ja, komm, dann tun wir hier Mohn sehen. So werden wir das machen. Oder, wir gucken mal nach einem Mohnfeld. Mohn ist irgendwie sowas Helles. Die 7 und hier drüben. Hier wäre dunkelgrün. Hier. Oh, warte mal. Wir müssen da erstmal den schnell Nachschub holen lassen. Die 7. Nee. Haben wir sonst noch irgendwo Mond? Hier weiter unten. Außen, das da noch. Das wäre erntereif. Ha, das ist erntereif. Was kostest du? 600.000, genau. So, nein. Hier liegt ein Ballen im Weg. So, komm, dann. Aber wieso? Du dürftest eigentlich gar nicht wegrollen. Du solltest doch eigentlich die Ballen hier alle aufstellen. Da ist noch einer. Hä? Das ist manchmal ein bisschen komisch. Wobei, warte mal, das sind 3,5.
Das sind doch alles 3,5. Das sind keine großen. Doch, ja. Schon wieder gerade verwirrt gewesen. So, $600.000 für ein Mohnfeld. Hätten wir irgendwas, was wir jetzt direkt mal so verkaufen könnten für 600.000? Schweinefutter. Wir hätten Schweinefutter jede Menge. Wir hätten Kompost. Kompost. Wo ist das Schweinefutter? Bei der Zuckerfabrik. Ich meine, wir haben ja noch keine Schweine. Dann würde ich jetzt einfach sagen, einmal Zuckerfabrik Schweinefutter verkaufen. Produktionen, Zuckerfabrik. Pickfoot, das tust du verkaufen. Zum besten Preis. Los geht's. Und der nebenan verkauft Kompost. Wir brauchen Geld. Wir brauchen einfach Geld. Komposter. Kompost holen, verkaufen. Kompost. Los geht's. So, dann haben die was zu tun. Die 69. Ist das unser Grubber eventuell? Das müssen wir mal von hinten machen. Ja. Guck mal, dann kann der auf die 64, 60. Ich vergesse das so schnell. 64. Auf die 64. Abfahrt. Sobald wir da mit dem Kalken fertig sind, kannst du da loslegen. So, das ist Wasser für die Bäckerei. Das scheint auch zu funktionieren. So. Bin gerade am Überlegen. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber wir könnten hier einfach das Stroh mit dem Ladewagen aufsammeln. So. Das war Feld 60. Feld 60. Und das geht dann in die Pelletfabrik. Ware abladen, Stroh. Kurs löschen, erster Eckpunkt, den Kurs laden, das so, das so. Abfahrt. Dann mach du mal. So, die 69. Das heißt, wir werden jetzt hart sparen, dass wir Ding bekommen. Dieses Feld. Erntereifer Mohn. Besser geht's doch nicht. Das snacken wir uns direkt für unsere Bäckerei. So, hier läuft das wieder. Ja, guck mal, er hat auch schon wieder Kalk geholt. So, was haben wir denn? Getreidemühle. Da ist irgendwie eine Bahn, läuft nicht mehr. Das ist Sorghum hier, das ist klar, die machen wir aus. Gut, brauchen wir nicht. Düngefabrik Mist, das lassen wir auf jeden Fall an. Alles andere
hat ja noch so ein bisschen was. Dann können wir das auch anlassen, damit wir da den Überblick behalten. So, der ist unterwegs. Aber eigentlich... Ups. Naja, hier kommt die nächste Fuhre da an. Wichtig wäre für uns wirklich der... Ich glaube, der da hinten. Der Kalker. So, guck mal, hier wird Kompost abgeholt. Das heißt, da geht es jetzt gleich los mit dem Geldverdienen. Er ist unterwegs zur Zuckerfabrik. Es gibt ja auch ein bisschen was. So, gucken wir mal, ob er das schafft, den besten Preis rauszufinden bei Reifeisen. Guck mal, hat er gesagt, können wir mal nachchecken. Kompost, Reifeisen. So. Funktioniert. Sonst haben wir es aktuell ruhig. So, die 58, 82%. Das heißt, da können wir gleich weitermachen. Düngen. Ja, guck mal, was wir hier Düngermissionen haben. So viel, dass wir gar nicht alle annehmen können. Ja. Er ist noch unterwegs. Ja, das... läuft langsam, aber es läuft. Wie lange brauchst du? 2 Minuten, okay. Dann warten wir mal, bis du da oben ankommst, weil viel Kalken dürfte eigentlich nicht mehr sein. Ja, dann grubbern, ansehen. Gut, dann können wir da oben doch Sorghumhirse machen. Da werden wir jetzt das Mohnfeld erstmal kaufen, weil ich glaube, so viel Mohn brauchen wir gar nicht. Das ist ja auch nur der Zusatzbooster. Wir müssen erstmal gucken, dass die Mühle durchgängig dann läuft. Das heißt, wir werden wirklich hauptsächlich Sorghumhirse und Hafer ansehen, weil das einfach die Produkte sind oder die Getreidearten, die am schnellsten wachsen. Mit ja, jeweils 4 Monaten nur. Wir haben ja 2 Felder 47, 48 mit Hafer gemacht. Das heißt, ich glaube, hier werden wir bei Gerste bleiben, auf dem Feld. Und da oben machen wir Hirse und ja. Gucken wir mal, wie wir damit dann durchkommen. Auf jeden Fall sollte ja jetzt schon ein bisschen Brot entstanden sein. Da können wir ja mal gucken. Wir hätten jetzt schon 5.800 Euro Brot. Okay, perfekt. Das läuft. Das läuft ja richtig. So, und da sehe ich unser Fältchen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ah, guck mal, der Grubber ist schon da. Ob das jetzt reichen wird? Es könnte knapp werden. Schauen wir mal.
So, wir könnten aber mal. Ups. Gleich vom Halken ein Bild machen. So. Zack. Dann machen wir das wieder an. So. Und. Tja. Das. La. Und hier den schmalen Streifen, der muss na klar auch gemacht werden. Ordnung muss sein. Hoffe. Ja gut, er faltet na klar ab. Gucken, geht das, wenn wir es so drüber fahren? Ja gut, dann machen wir ihn nicht. Wenn du nicht willst. So, dann können wir hier gleich den Grubber losschicken. So. Der wird zum Parken nach Hause geschickt. Dann könnte man schon die Seemaschine eigentlich schon mal hier hochholen. Muss die gar nicht groß rumstehen. So, und die nächste Düngemission ist fertig. Perfekt, das geht jetzt wieder Schlag auf Schlag. Das macht er hier wieder nach Plan. Nicht das Rentchen. Egal. Ab nach Hause. So, Gruber. Gut getarnt hier in dem Weiß. Man sieht ihn fast nicht. So, hier machen wir jetzt aber. Machen wir scharf? Ja, wir machen scharf. Ist besser. Ist ja ein eigenes Feld. So, los geht's. Stau. Wieso fährst du nicht weiter? Hallo. So. Der weiter, der müsste. Ja, der fährt. Was wollte ich? Ach ja, genau. Der war hier fertig. Das heißt 66. Nächstes Feld. Und hier kassieren. So. Ja, das geht hier auch schon gut voran. Gucken wir mal, was der. Ja gut, der ist schon voll. Wir könnten da klar. Oh, das werden wir machen. Wir werden erstmal. Das Zeug von dem Feld quasi gegenüber in das Lager auf der 57 bringen. Wir sind ja hier und hier ist das Lager. Das heißt, das wären kurze Wege. Und dann können wir es von da quasi mit dem LKW wegfahren. So, aber du gehst hoch auf die 64. Aber so. Jetzt wieder nicht. Naja, muss man nicht kapieren.
Also du hast auch schon Schweinefutter geladen, sehr gut. Das heißt, da kommen jetzt gleich Gelder rein. Und so, und wer muss hier aufgefüllt werden? Ne? Kollege, ich habe gesagt, du sollst parken. Und ich weiß auch nicht, warum du noch hier anhast. So, jetzt aber. So. Es läuft. Der grubbert hier schon mal. Und dann geht's hier mit dem Ballensammeln weiter. Ja, es ist wirklich hier toll. Es läuft alles so, wie es laufen sollte. Ja, und was auch läuft, ist die Zeit. Wir haben schon wieder massivst überzogen, ihr Lieben. Also, Feierabend für heute. Morgen geht's weiter. Däumchen, Kommentare, Abos und so weiter. Immer gern gesehen. Haut rein. Bis dann.